Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie wir die LDA berechnen können. Wie wir gerade eben gesehen haben, sind die Formeln, die da herauskommen, leider alles andere als schön. Wir haben hier Integrale über Verteilungen drinnen, die dann nochmal ja, konditioniert sind, auch mit Hilfe von dem Prior, sodass wir das nicht mehr mathematisch in einer geschlossenen Form lösen können. Wir kriegen nicht mehr einen so einfachen Maximum-Likelihood-Schätzer hin, wie wir das jetzt gerade bei PLSI noch geschafft haben. Wir müssen deswegen zu komplexeren Techniken greifen, um das numerisch zu approximieren. Das werden jetzt halt nur noch ja, Approximationen sein, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch unsere Daten nicht perfekt sind. Auch da sind Ungenauigkeiten drin, Fehler drinnen. Wir haben vielleicht ein Wort zu viel weggelassen, irgendein Wort nicht weggelassen, das stört. Das heißt, es gibt hier sehr viele Unwägbarkeiten, die eigentlich ja eh schon Probleme, sage ich mal, in die Daten reinbauen, sodass eine exakte Lösung nicht unbedingt einen echten Mehrwert bietet gegenüber einer ausreichend guten Approximation. Es gibt hier ein paar Techniken, mit denen man diese ja, LDA approximieren kann. Das sind eigentlich zwei grundlegende Techniken, die sehr viel verwendet werden. Das eine ist Variational Inference und das andere ist Gibbs Sampling. Mit Gibbs Sampling werden wir uns jetzt noch etwas genauer beschäftigen. Vielleicht komme ich auch noch dazu, zu Variational Inference ein paar Folien zu erzeugen. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Ein weiterer Ansatz wäre noch Expectation Propagation zu machen. Der ist aber eher exotisch. Von Gibbs Sampling und Variational Inference gibt es einige Weiterentwicklungen. Da sind insbesondere Collapse Gibbs Sampling zu nennen. Denn damit werden die Gleichungen etwas deutlich einfacher und die Inferenz schneller. Und mit Metropolis, Hastings, Walker Sampling und solchen Ansätzen, die teilweise auch erst wenige Jahre alt sind, skaliert es auch noch zu größeren Topic-Mengen, also zu größerer Anzahl von Themen. Beide von diesen Kerntechniken haben ja, Vorteile und Nachteile. Und so gibt es eben auch ein paar vergleichende Studien über die unterschiedlichen Inferenztechniken, wobei man da immer ein bisschen aufpassen muss. Der eine mag halt eher Technik A lieber, der andere mag Technik B lieber. Dem einen ist eine etwas höhere Geschwindigkeit wichtiger, dem anderen ist die etwas höhere Genauigkeit und Robustheit von dieser Approximation wichtig. Gut, zunächst aber eben zu Gibbs Sampling. Das ist eine Kombination von verschiedenen Techniken, die hier angewandt wird. Und diese will ich jetzt der Reihe nach zusammensetteln. Das erste, was wir benötigen dazu, sind Monte-Carlo-Methoden. Monte-Carlo-Methoden ist ein sehr grundlegender Ansatz. Und wenn wir eine Funktion f haben, die wir leider nicht analytisch lösen können, dass wir wissen würden, was ist jetzt der echte Erwartungswert. Das sieht dann in der Regel so aus: Wir suchen aus Erwartungswert eine Funktion f von x. Und wenn wir eine diskrete Variable haben, dann haben wir eine Summe über die möglichen Werte y, die hier eingesetzt werden könnten. Dann jeweils ein f von y und eine Wahrscheinlichkeit p von y, mit der dieser Wert angenommen wird. Und wenn es eine kontinuierliche ist, dann haben wir halt statt dieser Summe hier das Integral stehen. Das ist das, was wir gerade eben ja auch gesehen haben. Ein Integral über irgendeinen Wertebereich von diesen y. Die Funktion f von y, die wir irgendwie berechnen können, die Wahrscheinlichkeit p von y, die uns meistens Probleme macht und dann das Problem, das Integral auch noch darüber bilden zu müssen. So, was wir jetzt bei Monte Carlo machen ist, wir nehmen ein Sample. Der Name hängt wirklich mit Casinos zusammen. Wir ziehen sozusagen mehrere Zufallszahlen, wir spielen sozusagen ein bisschen auf einem Glücksrad und anhand dessen wollen wir jetzt abschätzen, wie hoch ist beispielsweise die Gewinnwahrscheinlichkeit von einem Prozess, den wir eben nicht verstehen. Also stellen Sie sich so einen Glücksspielautomaten vor, einen einarmigen Banditen. Was erwartet einen für einen Gewinn? Sie können ihn jetzt nicht genau aufschrauben und untersuchen, aber was er machen kann, ist eben ja, spielen sozusagen und daran dann schätzen, was rauskommt. Und ob das funktioniert, hängt eben davon ab,
wie zuverlässig unsere Zahlen auftauchen. Wir brauchen, haben dafür ein paar ja, Nebenbedingungen. Was wir dann machen, ist, dass wir am Ende den Erwartungswert von f von x anhand dessen schätzen, wie oft jedes Ergebnis rauskam. Das heißt, wir nehmen in diesem Fall einfach das arithmetische Mittel über alle Ergebnisse, die wir hatten. Das wäre bei so einem Glücksspielautomaten dann der erwartete Gewinn pro Runde. Was wir jetzt eben als Nebenbedingung benötigen, damit das funktioniert, ist, dass diese Ys, die da reingehen, jetzt auch wirklich mit dieser Wahrscheinlichkeit, der richtigen Wahrscheinlichkeit auftauchen. Und das ist eben dann unter Umständen das Problem. Wenn Sie jetzt das Roulette spielen würden und das dabei probieren würden, dann ist das Problem, dass Sie eben nicht auf alle Zahlen gleich oft setzen, sondern wie kann ich jetzt halt irgendwie hier vorhersagen, wer auf welche Zahlen setzt? Das funktioniert erstmal in der Form eben genau nicht. Das heißt, wir können jetzt, ja, wir haben hier diese Eigenschaften unter Umständen nicht erfüllt. Bei einem einfachen, wie so einem Automaten, wo man eh nur eine Möglichkeit hat, ist relativ klar, die Ys kommen irgendwo schon mit der richtigen Wahrscheinlichkeit rein. Da ist also eher die Funktion f das Problem. Ein Fall, wo das etwas leichter man sieht, also wo man leichter sieht, wie leicht oder wie stark der Unterschied sein kann zwischen der Möglichkeit, etwas zu berechnen und der Möglichkeit, etwas zufällig zu erreichen mit der richtigen Wahrscheinlichkeit, ist ein folgendes Beispiel. Wir möchten die Kreiszahl Pi berechnen. So. Das ist eine Konstante, also insofern muss man sie an sich gar nicht berechnen, aber wir kennen auch diese Konstante natürlich nicht beliebig genau, sondern wir müssen auch diese irgendwie approximieren. Eine Möglichkeit ist eben mit einer Monte-Carlo-Approximation zu arbeiten. Ein sehr einfacher Ansatz dazu ist folgender. Ich stelle mir vor, ich habe ein Kästchen um den Kreis gemalt. Dann ziehe ich Zahlen zufälligerweise aus diesem Kästchen. Dann hatte das Kästchen eine Fläche von 1 und der eingezeichnete Kreis da drinnen hätte normalerweise jetzt hat eine Fläche von Pi Viertel, weil ich den Kreis etwas kleiner machen muss. Oder eben, wenn ich nur einen Viertelkreis hernehme, dann habe ich ja genau auch wieder Pi Viertel. So, das heißt, ich habe jetzt in der Wahrscheinlichkeit von Pi Viertel liegt dann dieser Punkt innerhalb des Kreises. Mit der Wahrscheinlichkeit von 1 liegt er im Kästchen, sodass ich dann das als Verhältnis genau Pi Viertel herausbekomme, wenn ich das oft genug mache. Um jetzt aber zu testen, ob ein Wert in diesem Kreis liegt oder nicht, brauche ich Pi nicht kennen. Ich ziehe uniform x und y-Werte, ich berechne x² plus y² und wenn es kleiner gleich 1 ist, liegt es innerhalb des Kreises. Bei größer als 1 außerhalb. Und das reicht, um die Zahl Pi approximieren zu können. Ich brauche sie dazu nicht kennen. Das ist manchmal etwas unintuitiv und überraschend, dass ich also so einen zufälligen Prozess simulieren kann, ohne die eigentlichen genauen Werte berechnen zu können. Und darüber dann rückwärts die Wahrscheinlichkeit, dass etwas rauskommt, abschätzen kann. Das verwendet man dann in der Kombination mit Markov-Ketten. Dann kommen sogenannte MCMC zustande, Markov-Chain Monte Carlo-Ansätze. Monte Carlo ist ja sehr, sehr einfach, wie wir gerade gesehen haben. Die Idee ist wirklich wie dieses ja, Münzen auf ein Kästchen werfen. Aber wie kriege ich jetzt solche Beobachtungen, Yi, eine Sequenz von solchen Beobachtungen, die genau mit der richtigen Wahrscheinlichkeit auftritt? Das heißt, ein Wert Y, der oft vorkommen muss, also oft vorkommen soll, der muss auch oft genug vorkommen und auch nicht nur zufällig häufiger vorkommen, sondern in Erwartung mit der richtigen Wahrscheinlichkeit. Sonst habe ich die Vorbedingungen nicht erfüllt und meine Schätzung wird ungenau sein. Bei dem Kästchen- und Kreisbeispiel gerade eben hatten wir das sehr einfach, weil diese Yi aus Koordinaten aus meinem Kreis gleich verteilt sein mussten. Das kann ich sehr leicht machen. Bei einem Markov-Prozess kann ich jetzt andere Eigenschaften ausnutzen.
Das erste ist, dass ich eben genau nicht in Historie behalten muss, sondern der neue Wert hängt ausschließlich von dem vorherigen Wert ab. Ich habe also einen Prozess, wo nämlich ja zufällig wandern kann und ich muss mir nicht den Pfad merken, sondern nur mit der aktuellen Position arbeiten. Wenn ich das jetzt habe, dann brauche ich eine Transitionsfunktion g, die mir einen neuen Wert und eine neue Position aus der alten Position liefert mit der richtigen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich beginne irgendwo, aber ich komme mit der richtigen Wahrscheinlichkeit an die jeweiligen Ziele. An häufige Ziele komme ich häufig hin, an seltene Ziele komme ich selten hin. Jetzt ist es so, dass man, dadurch, dass man die Startwerte nicht kontrollieren kann, hat man für die ersten Schritte hier noch kaum gute Aussagen zu treffen. Deswegen lässt man gerne die ersten paar weg. Und weil man nicht möchte, dass die Werte zu sehr voneinander abhängen, macht man manchmal auch mehrere Schritte hintereinander erst und wertet dann nur jeden älteren Wert aus. Aber die Kernidee ist, ich suche idealerweise eine Funktion g, die mir gegeben einen aktuellen Wert, einen neuen Wert liefert, sodass die Wahrscheinlichkeit, diese Werte zu erhalten, genau der Zielwahrscheinlichkeit entspricht, mit der diese Werte herauskommen sollen, nach der gesuchten Wahrscheinlichkeit. Es gibt jetzt hier noch ein paar formelle Bedingungen, die wir brauchen. P muss ergodisch sein, das werden wir jetzt aber hier in dieser Vorlesung eigentlich einfach weglassen. Ich habe unten noch eine Literaturangabe gemacht, wo Sie sich Markov-Chain Monte Carlo und Gibbs-Sampling recht gut einlesen können. Wenn Sie es etwas formeller mögen, dann ist auch das Buch von Bishop hier sehr empfehlenswert. So, jetzt haben wir über diese Funktion g noch nicht allzu viel gesprochen. Diese Funktion g, dafür kann man sehr oft sogenannte Gibbs-Sampler verwenden und genau das werden wir hier auch machen. Gibbs-Sampler ist jetzt die Beobachtung, dass wenn ich einen Vektor habe, der meinen Zustand beschreibt, der hat mehrere Komponenten hat, dann kann ich oftmals diese Komponenten unabhängig voneinander aktualisieren. Das heißt, bei jedem kleinen Schritt aktualisiere ich immer der Reihe nach eines von diesen Y und ich muss nicht alle gleichzeitig aktualisieren. Und wenn ich das machen kann, dann wird das Ganze viel, viel einfacher, weil ich eben nicht jetzt seit diesem t-dimensionalen Vektor darüber Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschreiben können muss, sondern ich habe auf einmal eindimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Ich habe eine Verteilung über alle möglichen yi, nur über die ite Position, während ich alle anderen festlasse. Formell, wenn ich sozusagen so drüber laufe, bedeutet das GR Elemente i1 bis i-1, alle vorher, sind schon auf dem neuen Stand. Dann ist das eine, das ich weglasse, das ich neu berechne und die danach sind noch aus meiner vorigen Iteration. Und so laufe ich über alle Komponenten drüber und dann habe ich einen neuen Wert. Jetzt im Kontext von LDA würden wir das zum Beispiel über alle Worte laufen lassen. So, und wenn ich jetzt eben diese Funktion g, wäre jetzt nicht eines zu aktualisieren, sondern ein so ein Durchlauf. Also der y1 bis yk jedes aktualisieren in k Schritten. Dafür sind aber halt diese k Schritte bereits wesentlich einfacher. Und wenn wir das in der Form machen können, dann funktioniert das ja gut. Dann haben wir hier einen ja einfachen Gibbs-Sampler, mit dem wir dann ein Gibbs-Sampling Markov-Chain Monte Carlo durchführen können. Wichtig ist jetzt, dass dieses neue yi, das wir als Ersatz wählen, mit der richtigen Wahrscheinlichkeit p von y gewählt wird, basierend auf den Werten 1 bis i-1 und auf i plus 1 bis k. So, das Schöne jetzt ist, wenn wir so vorgehen, können wir Abhängigkeitseigenschaften ausnutzen. Wir haben zwar die Abhängigkeit von allen anderen Positionen von dem Vektor, aber in Wirklichkeit interessiert uns dabei nur eine Teilmenge,
die unter dem Begriff Markov Blanket bekannt ist. Markov Blanket, das sind die Vaterknoten, die Kindknoten und dann noch so ja, indirekte Nachbarn mit einer bestimmten Eigenschaft, und zwar andere Knoten der gleichen Kinder. Und alle anderen Knoten außer diesen benötigen wir nicht. Das heißt, die können wir dann bei der Berechnung weglassen und unsere Ausdrücke, die werden einfacher, weil wir nicht mehr alle k-1 anderen betrachten müssen. Manchmal haben wir auch noch das Glück, dass wir hier so das Integrate Out machen können, dass wir bestimmte von diesen Komponenten auch ganz rausrechnen können, um das weiter zu vereinfachen. Das ist das, was wir dann bei einem Collapse-Gibbs-Sampler auf der nächsten Folie genauer machen. Was jetzt hier auch noch zum Tragen kommt, ist, dass wenn wir ja, bestimmte Nebenbedingungen haben, und zwar eben diese konjugierten Priors verwenden, das heißt hier bei der Multinomialverteilung eine Dirichlet-Verteilung zufälligerweise ausgewählt haben, dann haben wir die Eigenschaft, dass bei diesen Ps, wenn wir die zusammensetzen, wir innerhalb dieser Verteilungsfamilie bleiben können. Das heißt, wir kombinieren hier zwar irgendwie eine Dirichlet-Verteilung und eine Multinomialverteilung, aber dann bleiben wir immer noch bei einer entsprechenden Dirichlet- oder Multinomialverteilung, sodass das Problem eigentlich nicht schwieriger wird. Wenn wir hier ungünstige Wahlen getroffen haben, dann bekommen wir hier schnell sehr aufwendige Sachen. Deswegen ist es erstrebenswert, solche Conjugate Priors einzusetzen. Für eine Bernoulli-Verteilung könnte man da eine Beta-Verteilung nehmen, für Multinomial eben Dirichlet. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Gibbs-Sampler. Was wir hier erreichen müssen, ist, dass wir für jedes Wort ein neues Topic zuordnen. Die ja, problematischen Werte sind und diese Z-Variablen. Das waren die Variablen, die uns für jedes Wort in jedem Dokument speichern, aus welchem Topic dieses Wort entstanden ist. Dann können wir nämlich anschließend über die Häufigkeit, wie oft die Worte entsprechend zugeordnet werden, die Wortverteilungen der Topics berechnen und eben auch die Topic-Verteilungen der jeweiligen Dokumente. Diese beiden Schritte sind dann nur noch einfaches Abzählen. Das Schwierige ist also, eine neue Topic-Zuordnung aller Worte vorzunehmen. Formell passiert das proportional zu dem Produkt über alle Topics K, die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Topic gegeben unser Prior und diese Wortverteilung hat, dann das Produkt über alle meine Dokumente, die Wahrscheinlichkeit, dass das Dokument die entsprechende Topic-Verteilung hat und dann auch das Produkt über alle meine Worte, sodass eben dieses Zuordnung in dieses Topic entsprechend der Topic-Verteilung des Dokumentes und die Wortzuordnung entsprechend der Wortverteilung des Topics passiert. Also auszusprechen ist bei der Formel nicht sehr viel einfacher, als sie aufzuschreiben. Das ist ähnlich kompliziert. Und jetzt passiert eben, dass wir können wir diesen Ausdruck zum Glück vereinfachen. Wir können hier die Beta- und die Theta-Verteilungen heraus integrieren und wir bekommen einen einfacheren Ausdruck heraus, zunächst einmal, der eben dafür halt Gamma-Funktionen enthält. Gamma-Funktionen sind relativ rechenaufwendig, werden auch mit einer numerischen Approximation berechnet, aber sie sind zumindest managebarer. Wir haben also jetzt das Produkt über alle Topics. Über alle ja, möglichen Topic-Zuordnungen, das stimmt. Und wir haben diese Gamma-Funktion und wir haben die Häufigkeiten, dass die entsprechenden Topics in den Dokumenten vorkommen, mit dem entsprechenden Alpha-Wert jetzt noch drauf gerechnet. Wir haben hinten einen zweiten normalisierten Term, auch wieder mit einer Gamma-Funktion drinnen und eben aufgeteilt im Prinzip über ja, alle alternativen ja, Worte. So, das sieht jetzt erstmal relativ unschön aus, weil wir hier eben diese Gamma-Funktion drin haben, aber zum Glück kann man das weiter
umformen und weiter vereinfachen, sodass dann die Wahrscheinlichkeit, dass also dieses ZI dem Topic T zugeordnet wird, gegeben das beobachtete Wort, das Dokument, in dem es auftritt und diese ganzen anderen Parameter aus dem Kontext, ist proportional zu. Und jetzt haben wir diese Word Count Variablen hier drinnen. Beziehungsweise es ist ein Zähler, der mir sagt, wie oft ein entsprechendes Topic und Dokument Zuordnung von dem jeweiligen Wort erfolgt. Und dieser Exponent oben, dieses minus di, das ist jetzt keine Power-Funktion, sondern das gibt mir an, dass dieser Wert n um das Wort di, das ist das Wort, das wir gerade weglassen, reduziert wurde, wenn di hier drinnen vorkommt. Wir haben hier also eigentlich die Anzahl, wie oft das entsprechende Topic in dem Dokument vorkommt. Dann kommt hier der Alpha-Parameter mit rein, das ist der Prior. Und hinten sieht man, kommt auch noch das Eta mit rein. Das ist dann bei dem entsprechenden Topic-Wort-Zuordnung. Wir haben also die Priors mit drinnen. Aber was wir eliminieren konnten, ist die eigentliche Topic-Verteilung der jeweiligen Dokumente und die Wortverteilung der jeweiligen Topics. Diese sind jetzt hier reduziert auf Zähler. Und all diese n-Werte, die Sie hier sehen, das sind alles Integer, die werden hier kurzzeitig um plus minus 1 geändert. Je nachdem, welche Zuordnung wir ausprobieren gerade, danach entsprechend wieder erhöht. Das ist alles eine sehr effiziente Berechnung. Insbesondere im Vergleich zu den großen Produkten oben und zu den Gamma-Funktionen. Das kann man also mit einem entsprechend großen Integer-Array natürlich immer noch speicheraufwendig, aber man kann das relativ elegant implementieren. Eine genaue Herleitung, wenn Sie das wirklich versuchen nachzuimplementieren, ist vielleicht eben der Anhang D aus der genannten Doktorarbeit unten oder eben auch in den bestehenden Quellcodes anzuschauen. Da gibt es auch bei ein paar davon relativ leicht nachvollziehbare Sachen. Ich glaube, Mollet zum Beispiel war hier so, dass man den Code relativ schnell verstehen kann, was da denn wirklich wo passiert. So, das wirkt also jetzt alles so ein bisschen natürlich wie große schwarze Magie, aber man sieht, es gibt so ein bisschen eine formelle Herleitung, auch wenn es etwas aufwendig ist, die in jedem Detail nachzuvollziehen. Die Kernidee ist, dass wir hier gewisse Terme eliminieren können, dass also die Zuordnung eines Wortes zu ändern, hängt jetzt nicht von den genauen Zuordnungen aller anderen Worte ab, sondern eben nur von der Gesamtanzahl. Und das macht das Problem sehr viel einfacher. Mit diesem Gibbs-Sampling, dem Collapse-Gibbs-Sampling, können wir jetzt das Ganze zusammenbauen, bis wir jetzt eine neue Methode haben, LDA zu trainieren. Wir haben zunächst die Initialisierung. Wir müssen unsere Prior-Parameter Alpha und Eta wählen. Jetzt für jedes Dokument und jedes Wort müssen wir eine zufällige initiale Zuordnung wählen. Also wird einfach jedes Wort in irgendein Topic gegeben. Jetzt können wir das zählen. Dann wissen wir, wie oft jedes Topic in jedem Dokument vorkommt, wie oft jedes Wort in jedem Topic vorkommt und wie oft eben alles insgesamt die Topics vorkommen. Das sind diese drei Zähler, wobei im NTDs und NTB sind Arrays. Anzahl Topics mal Anzahl Dokumente und Anzahl Topics mal Anzahl Worte. Das sind durchaus große Matrizen. Und jetzt können wir diese Markov-Chain-Iterationen durchführen. Da machen wir für jedes Dokument und jedes Wort DI, ziehen wir dieses alte Z wieder raus. Das heißt, wir entfernen diesen einen Eintrag, dieses eine Wort, das wir gerade weglassen, aus NTD, aus NTW und aus NT. Das sind im Wesentlichen einzelne Zellen aus diesen Matrizen, drei Zellen aus den Matrizen, wo wir das herausrechnen müssen. Jetzt können wir anhand dieser Daten, ohne das eine Wort, herauswählen, was ist das eine wahrscheinliche Zuordnung dieses Wort zu einem neuen Topic.
Am Anfang wird das sehr wahrscheinlich eine andere Zuordnung sein. Wenn wir eine sehr deutliche Zuordnung haben, dann werden wir hier auch immer wieder das Gleiche ziehen an dieser Stelle. Und dann können wir diese drei Zellen, die wir gerade rausgenommen haben, an drei anderen Stellen mit der neuen Zuordnung die Werte wieder erhöhen. Dann haben wir das Wort in unseren, ja, Matrix sozusagen wieder eingebaut. Und das ist hier die Vorgehensweise. Wir nehmen das eine Wort raus. Wir berechnen, was ist die eine wahrscheinliche Zuordnung des Wortes zu den entsprechenden Topics. Und dann tragen wir es wieder ein in die Matrix. Und das wiederholen wir jetzt einmal über alle Worte in allen Dokumenten. Und wenn das jetzt ein paar Mal gemacht wurde, der sogenannte Burn-in erfolgt ist, wir haben am Anfang ja sogar mit zufälligen Werten begonnen, das ist vielleicht noch nicht sehr repräsentativ, also machen wir das vielleicht erst einfach ein paar Mal ohne zu zählen. Dann können wir jetzt dann noch sagen, wir machen das nur jedes elfte Mal, um die Sachen zu dekorrelieren, wobei man inzwischen teilweise einfach L gleich 1 nimmt, auch das funktioniert gut genug. Dann können wir jetzt als Zwischenschritt immer noch zählen, wie oft die jeweiligen Themen jetzt gerade vorkommen, wie oft die jeweiligen Labelings vorkommen, wie oft die entsprechenden also Themen in den Dokumenten und wie oft die Worte in den jeweiligen Themen vorkommen. Und basierend auf diesen Sachen können wir unser Phi D und unser Beta K schätzen. Das ist auch, dieses Schätzen heißt jetzt halt hier wirklich, ich zähle, wie oft das vorkommt und ich bilde den Mittelwert darüber. Klassischer Monte-Carlo-Ansatz eben. Aber wenn ich das oft genug mache, kriege ich damit, dass mein Theta und mein Beta alle gegen den Erwartungswert konvergieren, den entsprechenden, ja, Topics.